habe euch einen Text mitgebracht mit dem Titel An der Lust, die dir zusteht, geh nicht vorbei. Jesus spricht, an der Lust, die dir zusteht, geh nicht vorbei. Mit diesem Satz im Ohr bin ich heute nach dem 5:0 Debakel an der Bremer Brücke gegenüber auf das erste Osnabrücker Hackfestival flaniert. Wenn man mich fragt, wofür die Friedensstadt Osnabrück so bekannt ist, dann würde ich sagen, es ist nicht etwa der Friede von 1648 oder der VfL von 1899 oder das Neumarkt-Debakel seit vielen Jahren, sondern es sind diese kleinen romantischen Veranstaltungen in 2018, die Veganer nachts schlecht schlafen lassen. Auf dem Hackfestival gab es neben Köfte, Köttbüller und Co. auch ein Met and Greet. Und einen Met-Kampf. Auch wenn es für mich verlockend war, habe ich nicht mitgemacht, fühlte mich aber, was die Qualität der Wortwitze anging, an den Metternachtssnack auf unserer Hochzeit erinnert. So ein Hackfestival ist, glaube ich, genau das, was Jesus meint. Geh nicht vorüber an der Lust, sondern genieße. Lebe, verweile am Hackfestival. Bei Burger und Bier, bei Bolognese und Burritos. Nachdem ich mich mit metthaltigen Maultaschen vom Metzger gestärkt hatte, bemerkte ich völlig unverhofft, dass ich noch einen Text für diesen Abend schreiben musste. Mit Mettbrötchenhänden musterte ich das Inhaltsverzeichnis meiner Bibel. Jesus Sirach. Meine Suche ergab 0 Treffer. In der protestantischen Bibel scheint es also nur einen Jesus zu geben. Ich verließ daher die Veganerhölle, um mir in dem lokalen Bücherladen meines Vertrauens eine katholische Bibel zu kaufen mit Jesus Sirach. Neugierig stand ich also bei Bücherwenner, neben diverser Lebensweisheitsliteratur von Pater Grün und Papst Franziskus, mit meiner neuen Bibel in der Hand. Ich blätterte und finde ihn. Jesus Sirach, ein toller Mann. Meine Recherche ergab, dass der Verfasser, Achtung, Zitat, Priester, Landwirt, Großgrundbesitzer oder Arzt gewesen sei. Toll, denke ich. Die Bibelforschung konnte den Autor also relativ genau zwischen Theologe, Agrarwissenschaftler, Kapitalist und Mediziner verorten. Das machen also die Bibelwissenschaftler so den ganzen Tag. Ich gebe dem Tausendsasser mal eine Chance und schlage sein 14. Kapitel auf. Es wurde mir aufgetragen. Während mein Magen noch mit griechischen Chiwapchichi zu kämpfen hat, ringt mein Kopf schon mit Vers 1. Selig der Mann, der mit seiner Rede nicht entgleist. Das ist also der Moment, in dem man, so wie ich heute Nachmittag, noch einen Text schreiben muss. Über einen Vers aus einer Bibel, die man nicht hat, sich aber kauft. Der Magen voller Hack und das Thema die Lust. Und das Erste, was man liest, ist, selig der Mann, der mit seiner Rede nicht entgleist. Danke, denke ich, ein schöner Moment. Eigentlich würde ich hier nämlich gerne mal entgleisen. Wenn ich entgleisen würde, würde ich zum Beispiel über Geiersturzflug sprechen. Über die pure Lust am Leben. Die kann mir keiner nehmen. Ich würde darüber sprechen, wie auf den Geburtstagen meiner Tante oder meines Onkels die meisten von uns leicht ein Sitzen hatten und ausgelassen die pure Lust am Leben besingen. Ich würde ein Lied davon singen, dass manche von euch jetzt vielleicht einen Ohrwurm von einem Lied haben, das eigentlich längst vergessen schien. Wenn ich entgleisen würde, würde ich vermutlich noch mehr unpassende Vergleiche zwischen Hack und Lust ziehen. Vielleicht auch zwischen Lust und Sex. Vielleicht sogar zwischen Hack und Sex. Mach's Matt zum Beispiel. Wenn ich entgleisen würde, würde ich darüber reden, dass dieser Gedanke mit der Lust in der Geschichte immer wieder mal aufkam. Bei den Hedonisten zum Beispiel. Oder wenig später im Carpe Diem. Noch später im Dschungelbuch mit Hakuna Matata. Oder vor kurzem bei den Jugendlichen mit YOLO, You Only Live Once. Immer dasselbe, gönn dir hart. Oder wie ich schlicht sagen würde, lebe. Aber zu entgleisen wirft einen meistens aus der Bahn. Deswegen stehe ich weiter neben Papst und Pater und lese weiter bei Jesus. In Vers 20 sagt Jesus dann mit etwas bitterem Beigeschmack, denk daran, dass der Tod nicht zögert. Auch nett, dachte ich, ganz passend für einen Preacher-Slam, in dessen Publikum Menschen sitzen, die den Zenit ihres Lebens vielleicht schon seit ein paar Tagen überschritten haben. Hier über den Tod zu sprechen, ist nun ja relativ heikel. In Vers 17 schlägt Jesus ähnliche Töne an.
Er schreibt, alle Lebewesen altern wie ein Kleidungsstück. Auch schön, erinnert mich ein bisschen an meine Frau. Also nicht, weil sie alt aussieht, im Gegenteil, aber meine Frau sagt immer zu mir, Schatz, man ist so alt, wie man sich anfühlt. So langsam aber sicher muss ich einen Text auf Papier bringen, bemerke ich, viel Zeit habe ich nicht mehr. Da muss noch etwas Pastoreskes her. Das mit der Lust finde ich eigentlich eine feine Sache, gehört dazu. Leben, lieben, genießen. Hier in Osnabrück geht es ganz gut. Flanieren über das Hackfestival oder im Schlossgarten. Pilze sammeln am Rumbruchsee oder Pilz trinken im Grand Hotel. Meine Lüste kann ich hier ganz gut befriedigen. Doch wenn ich auch den anderen Jesus in den Blick nehme, merke ich, dass es gar nicht immer nur um meine Lust geht. Jesus geht es meistens um den anderen. Um den, der nicht genießen kann, weil er nichts zu essen hat. Um die, die gar keine Lust verspürt, weil sie von Männerlust misshandelt wurde. Um die Kinder, die schreien, weil ihnen Liebe und Geborgenheit fehlt. Der eine Jesus sagt, die Lust zählt. Der andere Jesus sagt, die Nächstenliebe zählt. Der eine sagt, Hakuna Matata, YOLO, Carpe Diem. Der andere sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Der eine Jesus sagt, gönn dir hart. Der andere Jesus sagt, vergiss die Liebe nicht. Ich vermute, am Ende pendelt unser Leben wahrscheinlich immer zwischen diesen beiden Jesusen hinterher, hin und her. Doch sollten wir unser Pendel nie nur bei Sirach hängen lassen. Dankeschön.